Hallo wieder mal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf eine neue Runde mit deinem Lieblingspfesel. Wir haben es geschafft, irgendwie über die Runden zu kommen. Mit einer leichten Lebensmittelvergiftung und einem ziemlichen Trauma, da wir kriegen anscheinend echt von, wir essen anscheinend echt Rattenfleisch. Es schaut zwar echt scheiße aus bei uns, aber die Katze füttert uns mit Rotten. Also wir kriegen Rattenfleisch. Nichtsdestotrotz muss ich die zwei jetzt einmal rausschicken. Aber das ist nicht so schlimm. Essen, duschen. Isst du auch nochmal Verzweiflungsfleisch? Verzweiflungsfleisch ist quasi mit uns verwandtes Fleisch. Muss leider sein. Aber wir haben schon Tag 12. Da und der Tommy wartet schon wieder oben auf die nächste Ratte. Ich glaube wirklich, das könnte jetzt ein richtig guter Lauf werden. Ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Regen an der Oberfläche. Ernsthaft, ich glaube, jetzt haben wir es. Du hast schon was gegessen da unten. Also planen wir die Expedition. Du bist zwar müde und du hast nicht mehr viel Lebenspunkte. Du hast echt nicht mehr viel Lebenspunkte. Du musst echt schlafen. Dann geht nur Pfesel alleine. Du bist zwar vergiftet, aber das ist nicht so schlimm. Nächste Person, niemand. Karte. Da haben wir nichts. Das haben wir das letzte Mal bemerkt. Oder, naja, wir haben es halt bemerkt. Also gehen wir mal da in die Wiese. Und einmal da runter. Und bestätigen. Die letzte Maske, wir hätten eh nur mit anlosgehen können. Ausrüsten. So brauchen wir eh nichts. Die Umhängetasche nimmst du mit. Und ich hoffe, dass Pfesel das überlebt. Da kommt jemand. Einmal schlafen, einmal reparieren. Einmal duschen. So, Donald. Einen netten Schutzraum, wenn ich zu euch runterkomme. Der ist gar nicht so schlecht. Ja, komm runter. Dieses Icon da oben drauf hast, der ist automatisch gesteuert. Also den haben wir zwar auch unter Kontrolle, wir können ihn ein wenig anleiten, aber hauptsächlich reagiert er spontan und von alleine. Und der ist noch nicht so loyal. Das heißt, er könnte uns ausrauben, er könnte uns schaden, einfach irgendeinen Mist machen. Könnten wir das aufrüsten, damit wir mehr Wasser kriegen? Brotzeit anhält, filtern kann, da brauchen wir Leder. Sechs Motoren. Können wir vielleicht so ein Recycling-Unlock bauen? Stufe 2. Wir könnten einen Feuerlöscher bauen. Wir brauchen noch zwei Kunststoff, eine Schaltplatte und zwei Transistoren. Das werden wir doch wohl hinkriegen, hoffe ich. Steht da. Lesen.
Donald scheint gut in unsere Schutzraumgemeinschaft zu passen. Wenn wir überleben wollen, muss jeder seinen Beitrag dazu leisten. Also schauen wir mal, wie es läuft. Es ist kein Geheimnis, dass Donald es bisher nicht gerade leicht im Leben hatte. Uns zu finden war wahrscheinlich ein Geschenk des Himmels. Ich denke, dass wir sehr gut miteinander auskommen werden. Okay. Hoffe ich auch, Donald, mein Freund. Und neuer Weggefährte. Du musst was essen, dann isst doch was. Zuerst trink was. Ein wenig Verzweiflungsfleisch. Und der Tag ist auch schon bald wieder vorbei. Was war das? Ach so. Haben wir die richtigen Teile, um ein System zu verbessern? Und wessen System? Was brauchen wir da? Scharnier und Seil. Ich bin froh, wenn ich mal ein Seil finde. 0,5 Verbrauch haben wir jetzt schon. So, jetzt haben wir noch genug. Du bist eigentlich sehr fit. Du könntest da oben wieder reparieren. Na, brauchen wir noch nicht. Und das muss auch repariert werden. Also du bist wieder im Außendienst tätig, Amanda. Ein Sprungfuch. Warum sage ich die ganze Zeit Sprungfuch? Nein. Du gehst am besten weg. Du musst was essen. Achso, du musst das reparieren, okay. Und er heilt, also er kann noch bald wieder rausgehen auf Expedition. Fesel ist auf ein wildes Tier gestoßen. Das lassen wir dann lieber mal so sein. Originale Wasserspeicher ist voll. Du fütterst einmal das Viech. Der Katze gut, geht's allen gut. Du musst was essen. Wie viel haben wir noch zu essen? Einmal normales Fleisch. Wasser trinken, dann einmal. Na, komm, du. Dreh dich um. Es sind doch schon drei Rotten. Der reinste Saustall da. Kann ich vielleicht noch. Ja, einmal Zement geht noch.
wieder Regen an der Oberfläche. Was denn gehst du raus? Eine Expedition planen. Amanda geht alleine raus. Ach genau, ich habe keine Masken. Da unten ist auch nichts. Ach Mist. Du musst zuerst noch Masken bauen. Objekt fertigen. Zum Glück können die simultan arbeiten. Das macht das etwas leichter. Wo ist Tommy? Tommy liegt da unten und schläft. Tommy geht es gut. Du kannst das mal reparieren. Schlafen. Können wir vielleicht die zwei sogar rausschicken? Amanda, Steven, Donald. Die Loyalität ist halt noch nicht so hoch. Deswegen können wir den auch nicht rausschicken. Aber ich möchte mal schauen, was passiert, wenn wir die zwei von unserer Familie rausschicken. Ob dann der Donald unseren Bunker übernimmt. Amanda, Karte. Dass wir so Daumen runter irgendwie, gell? Bitte nicht! Wir haben übrigens einen Platz auf der Karte vermerkt, ich weiß nur nicht wo. Es gibt ja da irgendwo... Alter Schwede, es gibt ja irgendwo einen Händler. Okay, der ist wahrscheinlich im Nebel noch versteckt. Ausrüsten. Und ja, ich habe gesehen, wir haben nur eine Maske. Deswegen kriegst du auch die Tüte. Amanda bekommt keine Maske. Muss jetzt leider so passieren. Und Fesel ist schon wieder auf dem Rückweg. Tommy, jag uns was. Da kommt gleich Futter raus. Da ist der Futterspender. Der flackert schon wieder. Das heißt, wir müssen da bald wieder was nachschütten. Hinzufügen. Okay, Gott nicht. Er hat keinen einzigen Ort entdeckt. Er hat nur ein kurzes wildes Tier getroffen. Ein kleiner Bahnhof. Ort durchsuchen. Du musst jetzt auf jeden Fall erstmal duschen. Das heißt reparieren und dann duschen. Dann isst du was. Ja, mitwirken. Probieren wir's. Versuchen wir unser Glück. Kleiner Bauernhof. Da waren wir schon mal. Hast du Angst vor Sonnenbrand? Ein Stück Trick, das hier vor mir steht.
Hey, wen nennst du hier? Ein Stück Dreck. Werden die Ärzte den Arsch für den Mund halten, weil sie da alle deine Zähne finden, Schätzchen? Glaube ich nicht. Haha, gekontert. Kenneth. Angreifen, Nahkampf. Schöner Combo. Also geschickt bist du überhaupt nicht. Jetzt verblutest du eh und tot. Ziehen und was bist du? Könnte recycelt werden, okay. Funkspruch annehmen. Untersuchen. Etwas Wasser. Kalk. Das brauchen wir. Sand brauchen wir. Scharniere brauchen wir. Wir brauchen Wolle. Leder brauchen wir. Das brauchen wir. Bietet keine Wärme mehr, kann aber nach dem Recycling etwas Stoff abwerfen. Wir können noch nicht recyceln. Wir nehmen noch Kohle und das Wasser mit, das können wir vielleicht noch handeln. Eigentlich hätte ich das Recycle-Stoff-Teilfetzen auch noch mitnehmen können. Tommy, jage es! Schnappe es! Die Kirche durchsuchen. Da waren wir zwar auch schon vor kurzem. Aber da brauchst du jetzt echt ewig. Los, dreh dich um! Ein neuer Tag, ein neuer Funkspruch. Los, schau noch. Du? Kopf einer Schaufensterpuppe. Einer verdammt hässlichen Schaufensterpuppe. Die Nägel nehmen wir gern mit. Holz können wir stapeln. Kleidung brauchen wir nicht. Recycelbare Teile drin sein. Lassen wir mal da. Sand nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Die Wolle nehmen wir mit. Und den Schaufensterarm. Schaufensterpuppenarm. Wir brauchen unbedingt einen Recycler und wir brauchen unbedingt wieder Platz. Tommy, jag da bitte was. So, dir geht's ja eigentlich gut. Wasser haben wir auch genug. Kannst dir mal was trinken. Dann kannst du ja mal schlafen. Ich hoffe noch immer drauf, dass uns der Kater was fängt. Oh, verdammt, das habe ich jetzt übersehen. Das habe ich jetzt übersehen. Und da ist jemand begegnet. Jawohl, mitwirken. Da oben kommt da jemand. Ödland.
So, als jemand, der weiß, wie man das Armageddon überlebt. Kann ich bestätigen. Bis hierher habe ich es geschafft. Handeln anbieten, mach was du willst, aber geh mir nicht auf die Nerven. Okay. Benzinkanister nehme ich gerne. Das mal so. Völlig ausgenommen hast, doch lieber ein schlechtes Geschäft als gar keins. Also ich denke, das war ein fairer Handel, oder? Aber gut. Wie es weitergeht, vor allem mit Walter, das sehen wir dann im nächsten Part. Also. Bis bald, dein Faisal.